Das Testspiel gegen die Sportfreunde aus Baumberg am Dienstagabend war die letzte Einheit der Fortuna in der ersten Vorbereitungsphase. In den letzten drei Wochen wurden die Grundlagen im taktischen und konditionellen Bereich für eine schwere Saison gelegt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe schon mal betont, dass die Mannschaft einen sehr, sehr guten körperlichen Zustand hier das Training aufgenommen hat. Auf dieser Basis konnten wir im athletischen Bereich hervorragend arbeiten, haben im Grunde keinen Spieler wirklich verloren. Michael Kessler hat leider Gottes eine Entzündung am Muskelansatz, das ist schade. Aber ich denke, er wird in der nächsten Woche auch wieder einsteigen können. Nur der Osan musste mal eine kleine Trainingspause einlegen, die aber auch mehr prophylaktisch ist, damit das Ganze nicht schlimmer wird. Ansonsten haben wir wirklich alle Spieler durchbekommen in diesen ersten drei Wochen. Wir haben im taktischen Konstrukt so das gesamte Defensivspiel durchgearbeitet, hatten da auch immer wieder sehr reizvolle Gegner. Ich denke, das sah auch schon ganz gut aus in der einen oder anderen Situation. Insofern bin ich mit dieser ersten Phase sehr, sehr zufrieden. Die Partie gegen den Niederrheinligisten wurde abschließend noch einmal als intensive Einheit genutzt. Bereits 40 Minuten vor dem Anpfiff absolvierte die Startformation ein hartes Krafttraining. Co-Trainer André Filipovic ließ die Jungs auf dem Kunstrasen ordentlich schwitzen. Anschließend ging es auf den Trainingsplatz, wo die Partie gegen die Sportfreunde ausgetragen wurde. Trotz des tiefen und extrem aufgeweichten Bodens entwickelte sich ein gutes Spiel. Die Fortuna brillierte vor allem durch ihre hohe Aggressivität. Thomas Kraus sorgte am Ende mit seinem ersten Tor für die Fortuna für den verdienten 4:0 Endstand. Ja, ich meine, man hat gesehen, dass es schon anstrengende Trainingseinheiten waren. Es war in Ordnung. Erstes Tor ist gut, aber ich hätte auch noch zwei vorlegen müssen. Und ja, es war okay, aber mehr auch nicht. Bis zum 19. Juli hat die Mannschaft nun frei. Ab dann gilt es am Feinschliff zu arbeiten. Bis dahin hat sich hoffentlich auch der Rasen auf dem Trainingsplatz wieder erholt.